Oh, hallo, das geht ja schon los. Ich war jetzt so fixiert auf den Ladebalken mit dem süßen Häuschen da. Ja, genau. Schön, dass ihr mich besucht bei meinem allerersten Let's Play. Ja, das versuche ich jetzt auch mal. Ich habe mal gedacht, das probiere ich auch mal. Ich zocke liebend gern und ja, und manche haben schon gesagt, hey, mach das doch mal. Du bist ja eh so eine Quasselstrippe. Ja, genau. Also versuche ich das mal. Wir fangen mit einem kleinen Spiel an namens Pillar. Das ist so ein tolles Nicht-Gesehen-Werden-Spiel. Man muss da versuchen, irgendwie an den Leuten vorbeizukommen, und ohne dass man gesehen wird. Und genau, ich denke, dass das ein guter Start ist für dieses Let's Play-Mitmach-Ding da. Und ja, genau. Ich habe sogar schon angefangen zu spielen und ich habe auch sogar schon angefangen aufzunehmen. Deswegen ist der Anfang jetzt irgendwie am Ende. Ich muss das neu machen, weil, wie ihr später dann sehen werdet, ist, dass ich ganz kurz einen Stromausfall hatte. Seltsamerweise ging das Licht und der Fernseher aus, aber die PlayStation blieb an. Weshalb ich dachte, dass die Aufnahmen passen. Und er hat aber die Aufnahmen vor dem Stromausfall gelöscht und direkt danach aber aufgenommen, weshalb das dann halt jetzt irgendwie fehlt und ich den Anfang nochmal neu machen muss. Das ist eigentlich so das Allerwichtigste für den allerersten Let's Play, finde ich. Und ja, genau. Genau. Wir fangen mit einer Demo an, weil ich denke, dass für einen Anfang ganz gut ist, um da reinzukommen in diese Thematik und ja, und sich dann da irgendwie mal so einen Wohlfühlfaktor aufzubauen. Ja, wir werden auch irgendwann größere Spiele spielen, wie zum Beispiel The Witcher. Das wartet auch schon ganz sehnsüchtig im Schrank. Und ja, oder auch andere Spiele. Ja, und ich denke, dass wir aber am Anfang einfach mit Demos ein bisschen anfangen, um da halt, wie gesagt, reinzukommen. Genau.